Why live if you can be buried for $10? So das ironische Motto der Konferenz, mit Freud, Gesellschaftskritik und Psychoanalyse, die dieses Wochenende am 13. und 14. Oktober in der Technischen Universität Wien stattfindet. Gesellschaftskritik? Aber natürlich, deren Notwendigkeit ist ja auch kaum zu übersehen. Nur allzu deutlich ist der Widerspruch zwischen den Möglichkeiten, die sich über die Jahrhunderte durch technischen und sozialen Fortschritt eröffnet haben, und dem krampfhaften Festhalten an der Herrschaft des Menschen über den Menschen. Und die besteht nicht nur nach wie vor weiter, sondern intensiviert sich zunehmend. Aber was hat die Psychoanalyse mit Gesellschaftskritik zu schaffen? Freud ist schon lange tot, die berühmt-berüchtigte Couch steht im Museum, eine Lobrede jagt im Freudjahr 2006 die nächste. Wozu sich also als Kritikerin mit Freud befassen? Dazu hört ihr nun ein Interview mit Liljana Radonic, Vertreterin der Wiener Gruppe Café Kritik, die die Konferenz mitveranstaltet. Diese Konferenz findet in einem Jahr statt, das gleichzeitig zum Freud-Jahr erklärt wurde und das Ganze auch noch in seiner Heimatstadt Wien. Es gab also schon viele Vorträge, Diskussionsrunden, Artikel und Ähnliches zum Thema. Jetzt gibt es eine Art Gegenkonferenz dazu. Ich wollte von Liljana Radonic wissen, worin genau für sie das Problem mit dem besteht, was im Freud-Jahr über Freud gesagt wird, so dass eine weitere Konferenz für nötig gehalten wird. Naja, es treten wie typisch für so ein Jubiläumsjahr Phänomene auf, was man schon auch beim Adorno-Jahr vor 2 Jahren beobachten konnte, dass umso mehr Werke, Veranstaltungen und Vorträge über einen Autor in dem Fall erscheinen, umso mehr hat man das Gefühl, man will diesen Autor oder Theoretiker begraben, anstatt seine Aktualität herauszuarbeiten. Es gibt diverse Veranstaltungen von Institutionen der Psychoanalyse, die in ihren Ausstellungen und Konferenzen eigentlich erklären, Freud ist überholt, sich auf angebliche Weiterentwicklungen der Psychoanalyse beziehen, aber de facto genau diese Aktualität der Psychoanalyse, die uns wichtig ist, nicht erfassen können. Und andererseits gibt es Veranstaltungen, die gar nichts mit der Psychoanalyse zu tun haben, aber weil nun mal gerade Jubiläumsjahr ist, sich den Freud auch nochmal die Fahnen schreiben und dann zum Beispiel Veranstaltungen über Freud und die Musik machen, wovon in der Ankündigung der erste Satz ist, Freud hatte ja mit Musik nicht viel zu tun, aber. Und um dem gegenzuarbeiten, sozusagen, versuchen wir in der Konferenz, die du ja schon richtig als Gegenkonferenz genannt hast, auf eben die Aktualität der Psychoanalyse, der Freudschen Psychoanalyse hinzuweisen, aber auch natürlich die Fragen nach einem etwaigen Veralten der Psychoanalyse zu stellen. Du hast gerade schon angesprochen, sogenannte Weiterentwicklung der Psychoanalyse. Das bringt mich zu den sogenannten Revisionisten. Was genau ist denn so das wesentliche Problem dieser Weiterentwicklungen? Also ein wichtiger Punkt ist auf jeden Fall, dass jene Widersprüche, die Freud als, ja, sagen wir mal, bürgerlicher Denker hatte, also die Widersprüche, in denen er ja Widersprüchliches in der Gesellschaft nicht zwangsversöhnt hat, dass diese in den sogenannten Weiterentwicklungen der Psychoanalyse eben zwangsversöhnt werden und es dann zum Beispiel zu Behauptungen kommt, man könnte Glück, persönliches Glück durch Anstrengung in dieser Gesellschaft bereits erreichen, wodurch natürlich diese revolutionären Aspekte dessen, was für eine unvernünftige Gesellschaft es ist, in der wir leben, verloren gehen. Das wäre die eine Sache. Oder die andere Sache ist, dass im Gegensatz zu Adorno, der darauf hingewiesen hat, dass wenn man sich mit der Verbindung zwischen Psychologie und Gesellschaftstheorie befasst, man das nicht psychologisieren darf, also in die Richtung auflösen darf, dass alles mit der Psychologie erklärbar ist, sondern das sogenannte Primat der Ökonomie irgendwie noch bewahren muss. Also sagen muss, ich untersuche jetzt, wie sich gesellschaftliche Verhältnisse und Zwänge auf das Individuum auswirken. Ganz im Gegensatz dazu, wie das zum Beispiel Reich gemacht hat, der das hin zur Psychologie alles aufgelöst hat. Und was wäre dagegen so, können wir noch genau fassen, was wäre so das kritische Potenzial dieser Freudschen Psychoanalyse, die ja zunächst mal ganz klar bürgerlicher Herkunft ist?
Das kritische Potenzial der Psychoanalyse, naja, das ließe sich einerseits darin verorten, dass sie genau das Werkzeug dafür liefert, zu untersuchen, welche Zurichtung das Individuum erfährt, dadurch, dass es in unserer Gesellschaft nun mal sich am Arbeitsmarkt verdingen muss, aber ebenso auch seinen sexuellen und sonstigen Bedürfnissen nachkommen muss. Da wird also mit der Psychoanalyse ermöglicht, zu untersuchen, welche psychischen Prozesse da im Individuum stattfinden, was ja dann die kritische Theorie mit der Theorie des autoritären Charakters weiterentwickelt hat. Andererseits ist auch eine wichtige Conclusio der Psychoanalyse, dass trotz aller dieser sozusagen Verhinderungsgründe, um ein reflektierendes, kritisches Wesen zu bleiben, nichtsdestotrotz es in der Verantwortung des Einzelnen liegt, diese Selbstreflexion bei sich selber zu beginnen, kritisch Dinge zu hinterfragen, zu versuchen, die Verhältnisse zu durchschauen. Also da ist die Psychoanalyse ganz klar, die sagt, es gibt keine Entschuldungen, es gibt Erklärungen, warum manche Menschen zur Reflexion und Kritik nicht fähig scheinen, aber letztendlich sind doch alle selbst dafür verantwortlich, mal anzufangen, sich ja über Dinge ernsthaftere Gedanken zu machen. Um vielleicht doch noch mal kurz auf die revisionistischen Strömungen zurückzukommen, also Stichwort sogenannte Weiterentwicklung der Psychoanalyse, hat die Linke in diesem Fall eine spezielle Rolle gespielt historisch und wenn ja, welche? Ja, natürlich hat die Linke eine spezielle Rolle gespielt. Es ist auch heute noch so, dass diverse Theoretiker, die die Psychoanalyse revidiert haben, viel mehr rezipiert werden als Freud selber. Genauer wird das ausgeführt werden in den Vorträgen, die vor allem am Freitag in der Konferenz stattfinden, über Wilhelm Reich, aber auch Lacan und die Mitscherlichs, also Alexander und Margarete Mitscherlich. Die Rolle der Linken, naja, die war natürlich schon, dass man sich ursprünglich gefragt hat, wie man zum Beispiel erklären kann, warum sich die Massen dem Faschismus zuwenden, aber man dann in der Linken speziell zu sehr vereinfachenden Erklärungen gegriffen hat. Also entweder, so wie der traditionelle Arbeitermarxismus die Psychoanalyse völlig abgelehnt hat, oder so wie das Leute, die dem Wilhelm Reich zum Beispiel anhängen, tun, was ich schon ausgeführt habe, das dann in ein Psychologisieren abdriften lassen, wo es dann darum geht, warum Nationalsozialismus zum Beispiel was mit verdrängter Sexualität zu tun hat und nämlich zwangsläufig zu tun hat. Und das greift dann eindeutig zu kurz. Du hast auch schon ein bisschen hingeführt zu dem Programm, was ihr so vorhabt. Könntest du vielleicht kurz mal skizzieren, was so interessierte Besucherinnen auf eurer Konferenz so erwarten dürfen? Natürlich, gerne. Also am Freitag geht es abgesehen davon, dass Freud in diesen Wien-Kontext gestellt wird und die Psychoanalyse angesichts dieser Fragestellungen, die uns bei der Konzeption gestellt haben, erläutert wird, wird es darum gehen, dass in den ersten drei Vorträgen, was wir jetzt schon öfter hatten, der Revisionismus oder die Apologien des regressiven Kollektivs, wie die Überschrift dieser Einheit heißt, erörtert werden. Sprich, Renate Günner wird über Alfred Adler sprechen, Horst Pankow über Wilhelm Reich und Gerhard Scheidt über Mitscherlich und Lacan, beziehungsweise die Psychoanalyse nach Auschwitz. Und im nächsten Teil, am Samstagvormittag, wird es dann um Geschlechtsidentität und Repression gehen, wo meine Wenigkeit einen Vortrag über Psychoanalyse als Gender Theory halten wird. Danach gibt es einen Schwerpunkt, der mir sehr wichtig ist, wo es um die Homosexualität geht. Einerseits Homosexualität in der Psychoanalyse, also die Fassung, das freudsche Verständnis der Psychoanalyse, gehalten von Martin Dannecker, Professor, ehemaliger Professor für Sozialforschung in Frankfurt, wo es mir ganz wichtig ist zu betonen, dass wir uns sehr freuen, dass wir ihn gewinnen konnten und dass er da auch keine Berührungsängste zu Gruppen wie Kritik oder so hat. Im Anschluss daran dann sehr eng verknüpft wird Dirk Kunstreich aus Berlin, sprechen über die Homosexualität in der kritischen Theorie, um diese beiden Aspekte sozusagen auch miteinander zu verzahnen. Während der letzte Block dann eindeutig der aktuellste sozusagen die Überleitung zu heute auch schafft, da geht es um deutsche Ideologie
Islam und Todestrieb, wobei wir leider kurzfristig eine Absage von Jochen Brun erhalten haben aufgrund von familiären Gründen, aber uns trotzdem freuen können auf den Vortrag Natascha Wilting über die Psychopathologie des Islam und auf die Podiumsdiskussion Aktualität des Todestriebes. Könntest du vielleicht noch den Begriff des Todestriebes ganz kurz erläutern? Der Todestrieb, ja, das ist eins der spekulativsten Modelle in der Psychoanalyse. Freud setzt diesen sogenannten Todestrieb den Sexual- und Lebenstrieben, dem Eros und dem Lustprinzip entgegen. Den Todestrieb zu erläutern ist tatsächlich nicht ganz so einfach, denn Freud beschreibt ihn als ein Weg zur Unlustvermeidung, eine Sehnsucht zurück in den anorganischen Zustand, deswegen Todestrieb, sagt aber gleichzeitig, dass dieser Trieb ja weitaus schwieriger zu fassen, zu beschreiben ist als jetzt der Lebenstrieb, weil er sich nur in Verquickung mit sowas wie Sadismus oder Masochismus zeigt, aber das bei weitem natürlich nicht die ja alle Ebenen des Todes oder alle Aspekte des Todestriebes erklärt. In der Podiumsdiskussion, vielleicht um das nochmal klar zu machen, geht es uns um die Frage, ob der Todestrieb angesichts von Phänomenen wie Suicide Bombing und angesichts der aktuellen globalen Entwicklungen neue Aktualität gewonnen hat oder ob das ein derart allgemeines Konzept von Freud ist, dass man nicht so auf die politischen Entwicklungen anwenden kann, sondern ob das nur ja etwas ist, was im Bereich der individuellen Psychoanalyse seinen Platz hat, aber nicht ausdehnbar aktualisierbar ist angesichts von Suicide Bombing etc. Ich würde vielleicht so gegen Ende noch mal kurz zu dem Block Psychoanalyse als Gendertheorie zurückkehren. Und zwar ist es ja so, dass viele Feministinnen ja ein problematisches Verhältnis zu Freud pflegen. Also es gibt Vorwürfe, er pflege einen biologischen Determinismus, wie sich zum Beispiel bei Begriffen wie Penisneid der Frau gegenüber dem Mann zeigt. Stellt sich da nicht ein bisschen die Frage, ob das nicht wirklich auch am Fundament der freudschen Theorie rüttelt? Die Frage stellt sich natürlich und die Frage stelle ich auch am Samstag. Genau diese Hinterfragung der freudschen Aussage, dass Anatomie Schicksal sei und deswegen die Frau in gewisser Weise schon biologisch determiniert sei. Ich löse das dann, um das vielleicht vorwegzunehmen, dahingehend auf, dass ich sage, ja natürlich gibt es bestimmte Konzepte in der freudschen Weiblichkeitstheorie, die biologistisch sind und die man heute nicht mehr aufrechterhalten kann, aber man kann auf der anderen Seite auch nicht so verfahren, wie das viele Feministinnen tun, nämlich in einem ja daraus entstehenden vielleicht so richtig Hass auf die Psychoanalyse, dann diejenigen Konzepte zu verwerfen, die unumgänglich sind, um sowas wie Geschlechtertheorie, Gendertheorie zu entwickeln. Denn ohne es erklären zu können, wie sich jetzt Rollenklischees zum Beispiel auf die einzelne Frau niederschlagen, wie Mechanismen wie Verinnerlichung und Verdrängung funktionieren, kann man über Geschlechterverhältnis eigentlich relativ wenig sagen, denn man kann dann gar nicht erklären, warum, obwohl man bewusst sozusagen viele Dinge schon für selbst für überwunden hält, trotzdem unbewusst in gewissen Verhaltensmustern es sich sehr schwer tut, aus Rollenklischees auszubrechen zum Beispiel. Also nur ein ganz banales Beispiel dafür, warum man ohne Psychoanalyse auch da nicht weiterkommt. Das heißt, ich setze mich dann einerseits kritisch mit Freud auseinander und versuche auch einige Modifizierungen an seiner Theorie, wo ich den Penisneid zum Beispiel als Phallusneid zu fassen versuche, also einen Neid auf den Phallus als Repräsentant der größeren Freiheiten des Knaben, die sehr früh schon sozusagen Mädchen gegenüber Knaben wahrnehmen. Und andererseits wende ich mich aber auch ganz stark so ja hasserfüllte Ablehnungen der Psychoanalyse oder Versuche einer Weiterentwicklung, die aber nicht viel hergeben, sondern auch wiederum den revolutionären Stachel der Psychoanalyse beschneiden. Was wäre denn für euch so der Punkt, an dem ihr dann sagen würdet, dass diese Konferenz ein voller Erfolg war? Schwierige Frage. Einerseits kommt es natürlich darauf an, wie viele Leute wir ansprechen können bei der Konferenz selber. Andererseits auch, ob es sich im Nachhinein herausstellt, dass es doch sowas wie eine
Interaktion zwischen unserer Konferenz und den anderen Dingen, die so im Rahmen des Freudjahres passieren, gibt, was ich aber eher für unwahrscheinlich halte. Denn zum Beispiel das Sigmund-Freud-Museum in Wien gibt sich mit so Sachen zufrieden wie eine Ausstellung über die Couch von Freud, die Couch vom Denken im Liegen, wo Freud selber mehr oder minder samt seiner Couch zu einem Artefakt erklärt wird. Insofern glaube ich nicht, dass es da sehr viele Berührungspunkte gibt. Ja, nett wäre, wünschenswert wäre, wenn es medial einigen Rückhall hätte, aber ja, da sind bis jetzt nur einzelne Dinge angekündigt. Wir hoffen natürlich, dass wir Leute ansprechen können, sich dem Thema zuzuwenden. Das ist eigentlich das größte Bemühen, dass wir Leute ansprechen, sich mit dem Thema Psychoanalyse zu beschäftigen, die das früher vielleicht noch nur am Rande oder gar nicht getan haben. Ja, vielleicht ergibt sich ja auch eine Möglichkeit, was man aus den Beiträgen der Konferenz dann weitermachen kann. Das werden wir noch sehen. Das war das Interview mit Liljana Radonitsch von Kaffeekritik aus Wien. Thema war die Konferenz mit Freud, Gesellschaftskritik und Psychoanalyse, die dieses Wochenende am 13. und 14. Oktober in der Technischen Universität Wien stattfindet. Den Einladungstext, ein ausführliches Programm sowie weitere Infos findet ihr auf der Homepage von Kaffeekritik unter www.kaffeekritik.priv.at. Kritik wird hier zusammen und mit QUE am Ende geschrieben. Der E-Mail-Kontakt läuft über die Adresse freud.konferenz@gmx.net.